Hallöchen. Hallihallo, Hallöchen, liebe Zuschauer. Hier ist wieder euer Johnny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen in einem weiteren Battleground Commentary. Dieses Mal sind wir im Arati-Becken. Ich habe mal wieder einen Frosch im Hals. Quark. Gucken wir mal, was das hier Schönes wird. So, gleich voll. Die Gegner sind auch voll. Ob sie besoffen sind, weiß ich nicht. Sehen wir dann. Was haben wir denn da? Auch sehr aufgeteilt. Sehr ordentlich. Zwei Decays, zwei Pallys, zwei Shadows, zwei Ferals. Ja, ist gut. Was haben wir denn da für Gegner? Ja, doch, machen einen ganz guten Eindruck. Und unsere hier. Oh. Das Team ist bis auf zwei Leute ziemlich stark. Wenn man den. Mensch, der will nicht raus. Wenn man den Lebenspunkten da. Ja. Wenn man den Lebenspunkten da glauben darf. So. Hexer Makai, da ist ein Tisch. Bin ich eigentlich dran, du Sack? Verpiss dich. Ja, geht auch so. Haben wir hier irgendwas? Nö. Hat sich bei mir was geändert? Nö, das ist alles gleich. Das hier ist auch gleich. Das Einzige, was ich geändert habe, ist, dass ich hab den Zweier-Set-Boden jetzt nicht mehr. Ich habe die Handschuhe ausgezogen, weil die haben Crit und Mehrfachschlag. Hier habe ich Tempo und Mastery. Ich war nämlich heute auf dem PTR nochmal gewesen, weil ich wissen wollte, wie sich das mit 4er-Set-Boni spielt und den ganzen Zusatz-Items. Bis auf 1, 2 habe ich auch auf PTR alles. Sieht total komisch, man kann halt einfach nicht alles mit für Gold kaufen zum Testen, sondern man braucht Eroberungspunkte, die habe ich nicht. Und ja, habe da mal ein bisschen rumprobiert und spielt sich halt ganz nett, zumal ich habe fast 20% Haste, 19,4 oder 7%. Das spielt sich dann mit der göttlichen Bestimmung doch ganz anders, weil ich habe dann deutlich mehr HP Heile gemacht, die ich schneller, raushauen kann. Und ja, das merkt man dann schon. Zusätzlich habe ich auch noch mehr Multi-Strike. Manchmal, ja doch, das ist jetzt hochskaliert, gebufft irgendwo. Also es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Spielgefühl. Muss ich nochmal gucken, wenn ich den ganzen Krempel zusammen habe. So, kommt hier keiner mit? Ja, da kommen ein paar mit. Kommt hier überhaupt einer hoch? Ich sehe gerade, die haben einen Schurken. Ne, da ist nichts. Dann können wir gleich wieder weg. Dann sind die Schmiede wie vermutet. Vermutet, ne? Vermutet. Dann gehen wir mal runter zur Schmiede. Kloppen da ein paar Leute um. Ich habe das Mikrofon jetzt auch ein bisschen lauter gemacht. Bei der letzten war es ein bisschen leiser. Ich habe ja ganz vergessen, ich habe hier Musik am Laufen. Ah, da greift mich schon gleich an. Aber immer. Ich habe hier Musik am Laufen und da wäre es dann doch etwas besser, wenn ich da. Kill abstauben. Mal wieder. Krieg ich ihn auch noch? Nein. Nee, da wäre es einfach besser, wenn ich dann lauter mache. Ich hoffe, das ist jetzt auch laut genug. Du kriegst mal einen Stun. Boxen wir dich weg. Denke ich mal. Killing Spree. Ja, genau. Killing Spree sagt, dass wir ihn geholt haben. Double Kill, genau. Dafür haben sie jetzt hinten die Stelle getappt. Den Hof getappt. Ach. Gestern RBG gehabt. Und da waren wir dann zuletzt im Arati-Becken und waren Allianz. So, was kommt da mit? Da ist einer. Kommt da noch mehr? Ja, da kommt noch mehr. Oh, der ist bescheuert. Da komm, dann kriegst du gleich mal ins Gesicht. Stun. Dem helfen wir mal. Kriegst noch mehr Leap-Bubble. Kriegen wir noch hoch? Kriegen wir noch hoch? Kriegen wir noch hoch? Ja, den kriegen wir hoch. Kriegen wir den Tod? Er hat so, dann ziehen wir den mal hoch. Da ist der Fäkaldruide. Gleich mal. Versuchen wir den mal zu töten. Schaffen wir es? Oder. Nein! Jetzt sind wir in die Trap. Hast du gerade gezogen? Nee. Lebt er noch? Der lebt ja noch. Den holen wir gleich raus. Das haben wir gesehen. Und jetzt töten wir ihn. Der ist zweite Deterrence. Dann kriegt er Palins dann. Und töten wir den halt in der Zeit. Ah, der Hunter ist down. Ne, ist doch nicht down. Jetzt ist er down. Och, da klaut er den Kill. Ah, könnt ihr euch mal entscheiden. Töten wir den, das bringt ja nichts. Ach scheiße, ich kann ja nicht kicken. Aber ich kann ihn töten. Killing Spree. Den können wir auch töten. Können wir das? Ja, können wir. Haben wir auf kleine CD angeschmissen. Heilige Macht aufgebaut. Jetzt kommt Hunter da. Machen wir die Wall an. Das ist nämlich ein SV-Hunter. Gibt es nicht so viel Magic Damage. Ein Schwein. Okay, ist kein Schwein, ist ein Bär.
Ach nö, stirbt er einfach. Kriegt er noch Pelz ab, dann töten wir den da zuerst. Ah, dann töten wir halt den noch. Es kommt halt echt nicht hinterher. Da ist der Feral wieder. Hauen wir den noch rum. So, ist jetzt endlich mal Ruhe hier. Sehe ich eigentlich die Heilungen? Ja, ich sehe sie gut. Vergiss es, mein Freund. Du kriegst einen Richtspruch. Kriegst einen Stun. Kriegst noch was. Trap. Drecksack. Ach, cool. Na komm, sterb. Dominating. Tja, Shadow, du kriegst jetzt auch einen Stun. Ich heile mich jetzt ein bisschen. Oh, dann doch nicht. Dann hauen zimmern wir die irgendwas rein. Wir haben noch ein Mage hier. Das greift doch nämlich an. Den glaube ich mir. Unstoppable. Zack, und jetzt gibt's erstmal einen dickeren Heal. Na ja, gut, ich war nicht alleine. Mage hat ja genug Druck gemacht. Erstmal hochheilen. Können wir irgendwo was reißen? Alleine wahrscheinlich nicht. Ich habe auch irgendwie ein Mausproblem, weil die springt immer mal so komisch. Oder die steht, wenn ich sie eine gewisse Zeit lang nicht bewege, dann macht sie nichts mehr. Dann muss ich erst wieder die Maus bewegen. Also der Cursor bewegt sich dann nicht. Die Maus muss ich bewegen, dann irgendwann springt der Cursor wieder an. So wie als geht sie in, keine Ahnung, nach ein paar Sekunden geht sie in Standby-Modus, wenn ich sie nicht benutze. Keine Ahnung warum. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, sie springt auch weg. Warum auch immer. Ich habe eigentlich nichts umgestellt, irgendwie an Razor the Dubs habe ich nichts geändert. Hm. Vielleicht muss ich mal wieder die Linse reinigen. Keine Ahnung. Kann man hier irgendwo was aktiv machen? Da hätten wir hingehen können, hätten wir zergen können. Aber so mal mit den beiden hier. Oh, zwei Mages. Zwei Marisches. Na, sterbt mal. Wenn die da beschäftigt sind. Oh, er merkt's. Nicht. Komm, ich spiele mal mit ihm. Komm, kriegst einen Stun. Oh. Fire Mage. Klaumann? Ah, oh, jetzt ist Dispersion an. Ah, oh, ein Rogue. Kriegst gleich mal einen Richtspruch drauf. Ah. Klaumann sind Shadow. Mist. Heilen wir den mal hoch. Okay, der Schurk ist abgehauen. Der wollte ich jetzt natürlich nicht. Da ist ein Hexer. Okay, das ist toll, jetzt defft keiner. Soll ich mal deffen? Na, das ist nur einer, das ist... Schafft der Mage eigentlich, ist da der Schurke? Nö. Der Schurke ist... sichtbar, der ist... Moment, wo ist der? Ah, der ist wahrscheinlich doch noch hier. Und die sind zu zweit, das packen die. Ach, da ist ein Hexer. Gucken wir mal, ob wir ihm wehtun können. Was kommt da noch? Ein Shami. Das ist ein Heiler. Ja, vier mich. Wall an. Totem. Kick. Halten wir uns mal ein bisschen gegen. Oh, da kommt ein. Was haben wir da? Ein Krieger. Halten wir uns aber gegen. Brock über Brock über Brock über Brock. So ist das schön. Ah, scheiße. Kriegst du es dann? Nee, du brauchst hier gar nicht durchcasten. Ziehst mich ja nur runter. Richtspruch drauf, ich halte mich gegen. Oh, dann gehen wir auf Shami. Kriegt einen Stun, tote Mama kaputt. Kriegt einen Inline und stirbt jetzt, oder? Danach looten wir gleich. Gleich mal looten. Teilen. The Mage is down. Den können wir heilen, sonst stirbt er uns irgendwann mal. Kann ja auch nicht passieren. Lungenbrot, das ist ein toller Name. Jetzt regnen wir mal. Obwohl, heilen uns mal. Hunter. Ist noch was dabei? Oh, das ist schon tot. Na ja, gut, jetzt muss ich hier nicht gammeln. Was ist denn am Sägewerk? Also jetzt komme ich da nicht voran. Oh, und Decay. Ah, da kommt noch was. Jetzt weiß ich aber warum. Ah, hat's gemerkt. Oh, der Hexer spinnt rum. Komm, hau ab. Nee, Bubble mehr. Feral Stun, CDs an. Und jetzt zimmern wir noch runter.
Und den anderen gleich mit. Genau, der Feuermensch geht schon drauf. Unstoppable. Dann kann ich den Schurken was reinzimmern. Ja, zack. Da ist doch noch was. Nein, da ist nichts mehr. Einmal der Mage mal. Okay, jetzt dann mal einfach mal. Da ist der Schurke wieder. Der Hunter ist schon da. Oh, ne, da brauche ich nicht hinterher. Nö, nö. Mach du mal alleine. Ja, jetzt kommen sie hier. Das haben wir ein 3-0 für uns. Die K reitet weiter. Der bleibt da. Dann können wir ein bisschen zergen. Da ist auch noch was. Den heilen wir mal gegen. Okay, safe. Das ist jetzt aber dann wieder kacke. Ne, das macht keinen Spaß. Der kriegt einen Stun. Du lässt bitte unseren Heiler in Ruhe. Nochmal ein Stun. Yeah. Red Stunlock. Dann kriegst du einen Richtspruch drauf. Ah, scheiß Sprint. Gucken wir mal, was ich kriegen. Hammer. Sprint ist weg. Vielleicht können wir dir noch ein bisschen. Oh, du bist so bescheuert. Unstoppable. Da ist wahrscheinlich ein Hunter. CDs habe ich noch nicht so weit. Ich glaube, da oben ist er. Da kommt der Feral wahrscheinlich noch. Bubble habe ich nicht. Oh, wir machen es mal. So, halten wir uns mal ein bisschen gegen nebenbei. Vögel, hier ist ein Stun. Und jetzt hier ist es wahrscheinlich die Terrence. Oh, es kommt nichts. Jetzt kommt die Terrence. Du kriegst jetzt einen Richtspruch ab, falls du das zweite ziehst. Okay, macht er nicht. Dann looten wir ihn, sonst kommt er gleich wieder. Da ist der Pally. Ah, den kriege ich so schnell nicht tot. Auch wenn der kaum Läufer hat. Naja, fast. Och, im letzten Moment. Nur weil ich so langsam war. 2, 1, BÄM! So, komm Mädels, hol's nicht mehr mit. Ist da jetzt noch einer respawned? Das war wenn nur der Hunter oder der Feral. Nichts sichtbar. Da ist der Feral wieder. Oh, da kommt. Nö, da kommt nichts. Gehen wir mal. Genau, der geht zurück. Sollte reichen. Der ist tot. Ist dann irgendwo was zu tun? Hier oben haben wir da. Ruf ist immer noch Ink. Das ist Schmiede. Schmiede ist nix. Wir könnten natürlich auch hier vorne zergen. Ah, ne, es wird langweilig. Wir könnten ja mal aktiv irgendwo helfen. Oder mehr helfen, als wir jetzt schon die ganze Zeit gemacht haben. So ist es ja richtig. Das heißt, da gehen wir jetzt hin. Das ist immer noch nicht. Ah, oh, ne, immer noch nicht. Dann helfen wir den mal. Sägewerk kann man nicht. Oh, da vorne ist richtig was los. Ja, so. Wer fehlt denn hier? Ah, dann stauben wir den ab, oder? Nein, tun wir doch nicht. Dann looten wir ihn mal. Und dann letztes, ja, würde ich mal sagen, SW hoch. CDs sind wieder bereit. Bubble habe ich sogar in einer Minute wieder. Da kommt nichts. Jetzt wird nämlich hier oben alles kommen. Ah, da ist schon der erste. Da komm her. Grip mich. Grip mich. Wall an. Freedom. Und ein bisschen heilen. Trottel, jetzt gibt's einen Stun. Gehst raus. Nö. Jetzt löscht alles raus. Hier kommt alles raus. Scheiße, wie geil. Massacre. Also, nix so gut. DK hat. Also, ich. Gegen Scheiden DK habe ich als Red sehr, sehr schlechte Karten. Da habe ich nicht sehr gute Karten. Wenn er extrem gut ist und mit Todesdruck spielt, dann habe ich es sau schwer. Aber der war ja extrem schlecht. Der hat ja alles raus. Also. Ja, Hunter, was machst du? Oh, schade. Als dann mit ich. Ja, okay, dann hau ab, dann töpfe ich allein.
Da kommt der Feral, jetzt dann mal. CDs ab, kriegst einen Richtspruch. Ich mach Freedom. Ich lauf vor dir weg, ich kite dich. Kriegst nochmal einen Stun. Ele macht Damage, go, go! Ich verreck hier gleich. Schaffen wir das? Ja, das reicht. Die Kale können wir dann können wir durchtappen. Ja, das können wir durchtappen. Der rafft's nicht. Oh Gott, sag mal, ist das ein Bot? Oh Gott. Wie der da durchzuppelt. Oh, der Feral könnte hier sein. Könnte aber nicht. Wir wissen nicht. Oh, wir haben gleich gewonnen. Komm, bleib ich gerade hier. Ja, schauen wir mal. Es ist doch ordentlich. Hat Spaß gemacht, aber letztendlich haben sie doch eigentlich ziemlich haushoch verloren. Knapp 700 Punkte haben sie gemacht. Wir fast das Doppelte. Tja. Was soll man machen? Mal läuft's so, mal läuft's so. Ja, da haben wir gewinnt. So, im Damage sind wir jetzt nicht irgendwie so oben dabei. Diesmal ist es schlimm, wir sind vielen hergeritten. Gut, ich habe die Hälfte von meinem Damage geheilt. Auch ordentlich, ja, und in den Top 3 natürlich nur Paladine. Ja, 11-0, kann man nicht meckern. Gehen wir mal hier raus. Ja, dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab in die Kommentare. Diskussionsfunktion nutzen, Kommentarfunktion, Twitter und so weiter und so fort. Hab ich irgendwas vergessen? Ach so, klar. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.